Hallo, mein Name ist Karl Wendlinger, bin hier in der ADAC GT Masters Fahrer bei Car Collection Motorsport mit einem AMG Mercedes SLS. Das Besondere vielleicht am SLS sind die Flügeltüren, die man hier sieht. Bei Mercedes aus Tradition würde ich schon fast sagen, dass so ein Auto wieder einmal entwickelt worden ist. Es gibt ja aus den 1950er Jahren den 300er SL Flügeltürer, ein sehr berühmtes und bekanntes Auto. Und dann ist irgendwann bei AMG ein eigenes Auto entwickelt worden, ein eigener Sportwagen, der SLS, auch mit Flügeltüren. Im Motorsport natürlich genauso verwendet als wie auf der Straße. Vielleicht das Besondere an der Flügeltür, nicht nur, dass sie nach oben aufgeht, ist auch, wenn man mal auf dem Dach liegen sollte, was man tunlichst vermeiden soll, aber es kann ja passieren, dann werden die Türen, durch das, dass sie nicht mehr geöffnet werden können, werden sie hier mit einem Sprengmechanismus herausgesprengt. Also auch dann kann man die Türen, oder zumindest geht die Türöffnung auf und man kann den Fahrer entweder bergen oder er kann selbstständig ausstehen. Nein, sonst gibt es keine Unterschiede zu einer normalen Tür. Vielleicht einfach dann, wenn sie offen sind, dass sie ein bisschen anders aussehen und ein bisschen besonders aussehen. Mir gefällt das sehr, ja, der SLS. Thank you.